Es ist wie immer, wenn er auf dem Platz steht, bei jedem Punkt Begeisterung beim Publikum. Noch ein paar Daten zu Pete Sampras, geboren in Washington, aber seit seinem dritten Lebensjahr wohnt er entweder in Kalifornien oder in Florida, wie jetzt in Bradenton. Jimmy Connors wurde gerade zu Beginn dieses Turniers hier von der ATP geehrt mit dem Comeback-Preis des Jahres. Er hat sich ja im letzten Jahr von Rang 998 der Weltrangliste auf 48 vorgearbeitet und jetzt ist er sogar 36. Er der Rekordmann als Nummer 1, 157 Wochen in Folge. Und er holt sich das erste Spiel, 1:0, damit in dieser Zweitrundenbegegnung von Key Biscayne. Es hat schon einige Überraschungen gegeben bei diesem Turnier. Andre Agassi bereits ist draußen. Er verlor gegen den Amerikaner Shelton ohne viel Gegenwehr, 6-4. Und auch Pete Sampras weiß ganz genau, dass ein Jimmy Connors, wenn das Publikum ihn wirklich wieder mitträgt, zu allem fähig ist. Zweites Spiel, Aufschlag Sampras. Genau. 113 Meilen pro Stunde, das sind ungefähr 170 Stundenkilometer. Er ist ja keiner der allzu großen Aufschläge. Ein guter, harter Aufschlag, aber keiner von den Superbombern, um die sich zurzeit so viele Diskussionen raten. Dafür technisch umso besser, wie er mit diesem Ass beweist. Sein großes Vorbild, Rod Laver. Und Sie sehen die Kollegen für die amerikanische Fernsehübertragung. Das sind bekannte Namen. Mary Carrillo oder Cliff Drysdale. Spielball für Sampras. Er guckt ein bisschen enttäuscht diesem Passierschlagversuch hinterher, Jimmy Connors. Es war eine gute Möglichkeit. Beschwert sich ein bisschen über einen schwätzenden Linienrichter. Das 1:1, aber das lag sicherlich nicht daran, dass der Linienrichter ihn gestört hat. Jimmy Connors, das gehört zu seinem Spiel, die Show. Aus dem Stand dieser Schlag in die Ecke. Keine Chance für Jimmy Connors.
Der sprang sehr flach auf, dieser Ball von Connors. War dementsprechend schwer zu nehmen für den jüngeren der beiden Amerikaner. Dieser Herr hat es entschieden, dass der Ball von Sampras im Aus war. Also aus der Sicht der Kamera von oben, da sah es eher danach aus, als ob er die Linie noch berührt hätte. Derna Loconto, Schiedsrichter bei diesem Match, keine leichte Entscheidung. Ja, auch hier sieht es aus, als ob der Ball noch gut gewesen wäre. Zwei Spielbälle für Connors. Er holt sich wieder den Ball zurück und gibt ihn wieder an den nächsten Ballbuben ab. Das ist ein bisschen ein Ritual für Connors. Den verschlagenen Ball nochmal in die Hand nehmen. Herrlich gemacht gegen die Laufrichtung. Und auch wenn Sampras da ein bisschen ungläubig schaut, das Spiel geht an Jimmy Connors. 2:1. Damit die Führung für den alten Haudegen. Connors hier im Bild und der führt mit 2:1 jetzt bei Aufschlag Pete Sampras. Beide haben schon eine gute Saison, einen guten Saisonbeginn hinter sich. Pete Sampras gewann das Turnier von Philadelphia zum zweiten Mal gegen Amos Mansdorf aus Israel, stand im Viertelfinale von Memphis. Indian Wells allerdings das Ende in der dritten Runde. Jimmy Connors, Halbfinale von Memphis, verloren gegen Malivai Washington. Nach Siegen über Kevin Curran, Michael Stich und Aaron Krickstein. Das ist eine klasse Leistung in dieser Woche. Stich allerdings revanchierte sich in Indian Wells mit einem 6:4 und 6:3. Er sagt, er hat es nicht mehr nötig, Tennis zu spielen und deswegen macht es ihm umso mehr Spaß. Die Familie ist die Hauptsache. Der Druck ist weg. Umso schöner ist es, auf dem Platz zu stehen, allerdings nicht unbedingt bei solchen harten Aufschlägen. Das sind knapp 200 Stundenkilometer. Da macht es der Pete Sampras fast dem Ivan Isevich nach heute. Normalerweise glänzt er mehr noch durch sein Talent, durch sein herrliches Ballgefühl, anstatt durch seine super Aufschläge, so wie viele andere im Moment. Zweites Spiel für Pete Sampras, der Ausgleich, zwei beide. Joe Brandy ist das, wenn ich das richtig sehen kann, der Coach von Pete Sampras, der sich wieder Notizen macht, wie immer beim Spiel seines Schützlings. Aufschlag Jimmy Connors. Oh.
15 love. Guys, run it around the racket 10 times. Christ. 10 Mal ums Racket herumlaufen. Das ist verlorene Kraft, meint er da. Schimpft ein bisschen mit sich selbst. Well, I might as well too. 15 all. Es sieht alles nach harter Arbeit aus bei dem 39-Jährigen, aber es zahlt sich aus, was er da auf dem Platz macht. Er selbst ist ja gegen die Oversize-Schläger, die großen, harten Rackets. Plädiert ein bisschen dafür, dass man wieder zu den Holzschlägern, zu den weicheren zurückkehrt, um das Talent im Tennis wieder zu fördern. Und den Boxtennisspielern wie Curry oder Agassi nicht zu viel Chance zu lassen. Und das hier, das muss er sicherlich akzeptieren von seinem Gegner. War ein ausgesprochener Klasseschlag. Eine Studie des knapp 21-Jährigen. Das ganze Gegenteil von Connors, was das Temperament anbetrifft. Sampras introvertiert, fast schüchtern. Jetzt wird's brenzlig. Der erste Breakball für Pete Sampras. Den US Open-Sieger von 1990, der dann doch einige Probleme hatte mit dem neuen Ruhm, den ganzen Rummel um seine Person überhaupt nicht mochte. Der Versuch des Longline-Passierballs bleibt im Netz hin. Und damit wieder die Break-Möglichkeit für Sampras. Ist ein bisschen windiger heute auf dem Platz. Teilweise herrschen bis zu 35 Grad Hitze über dem Kunststoffbelag hier von Key Biscayne. Die Umstellung ist so manchem Spieler schwer gefallen. Von den Hallenturnieren hier ins Freie. Das Break ist geschafft für Pete Sampras und Jimmy Connors ärgert sich. 3:2. Damit die Führung für den Jüngeren. Wir machen noch einmal eine kleine Pause. Bis gleich. Pete Sampras serviert nach einem Break gegen Jimmy Connors
Der jüngere der beiden Amerikaner führt mit 3-2 in diesem ersten Satz. Hier haben wir es nochmal eingeblendet. 888 Positionen konnte Jimmy Connors im letzten Jahr im Computer der Weltrangliste überspringen. Von 936 auf 48. Dementsprechend auch die Ehrung zum Comeback-Spieler des Jahres. Und das sehen Sie auch hier, dass er diesem Titel alle Ehre macht. Das Publikum natürlich begeistert. 0,30 aus der Sicht von Sampras, der gegen diesen Lob nichts mehr machen kann. Und hier auch noch Pech hat. 3 Möglichkeiten zum Rebreak für Jimmy Connors. Was hat er nicht für Aufruhr gesorgt im letzten Jahr bei den French Open? Diesem unglaublichen Spiel gegen Michael Chang. Die Aufgabe nach dem gewonnenen vierten Satz. 100 Meilen pro Stunde. 170, 60, 160 Stundenkilometer sind das. Stark angeschnitten. Noch 2 Möglichkeiten für Connors. Perfekt. Da schnauft er tief durch. Das hat er sich hart erarbeitet. Dieses Rebreak. Den Ausgleich zum 3-Beide. Da überrascht er Sampras am Netz mit diesem ideal getimten Passierschlag. Longline. Genau auf die Linie gezogen. Bewegt deine Hintern, sagt er zu sich selbst. Aber so ganz so leicht ist das eben mit 39 doch nicht mehr. Gegen diesen Schnellfuß Sampras. Sampras, er hält den Rekord, was das Überspringen von Ranglistenplätzen anbetrifft. 1000 Positionen hat er geschafft, war noch nicht auf der Rangliste und sprang auf Rang 97, das war 1988. Ah!
Love, 40. Sampras dreht den Spieß um. Drei Möglichkeiten jetzt für ihn. Da hat er alle seine Energie hineingesteckt in dieses Break vorher und jetzt verliert er sein eigenes Aufschlagspiel. 4:3 geht damit Pete Sampras wieder in Führung und wir machen noch einmal eine kleine Pause. Der Generationen zwischen zwei Amerikanern. Jimmy Connors im Vordergrund und Pete Sampras, die einen Smash völlig verschlägt. Sampras schaffte gerade das Rebreak gegen Jimmy Connors und führt mit 4:3. Der 21-Jährige scheint das etwas verrückte Ende des letzten Jahres ganz gut überstanden zu haben, als er im Masters gewann, aber beide Einzel im Davis Cup-Finale gegen Frankreich verlor. Und das war sicherlich ein harter Schlag. Sampras seit 1988 Profi, Connors seit 1972, da war Pete Sampras gerade ein Jahr alt. Das 5:3. Ein ganz glattes Aufschlagspiel für Sampras. Bewegt sich nicht mehr so schnell, wie er das selbst gerne möchte. Eine verpasste Chance von Pete Sampras. Mit dementsprechend den Kopf schüttelt, da hatte er Connors schön weit draußen aus dem Feld hinausgezogen. Der erste Aufschlag, 74%, das ist ein guter Schnitt. Sie sehen es, zweimal Satzballmöglichkeit für Pete Sampras.
6:3 geht dieser erste Satz an Pete Sampras gegen Jimmy Connors. Dieses eine Break, das Connors schaffte, da lag eine Menge Energie drin, aber die hat ihn zu viel Kraft gekostet. Bin gespannt, wie es im zweiten weitergeht. Ein Ass von Pete Sampras. Und damit hat er Vorteil. Sein erster Service von der Statistik hier. Nicht so überragend wie der von Connors, aber effektiver. Das haben wir auch hier gesehen. 1:0 nach 2 abgewehrten Breakbällen. Also damit für Pete Sampras. Zum Break war da gegen Pete Sampras, aber Jimmy Connors hat sie nicht nützen können. 1:0 führt damit der Jüngere zu Beginn des zweiten Satzes. Man spürt bei Connors, dass die Kraft ein bisschen nachlässt und damit die Präzision. Das macht richtig Spaß, so etwas zu sehen. Das ist genau der Jimmy Connors, den das Publikum hier natürlich auf dem Platz sehen will. Schauen Sie sich das an, da lässt der Sampras ihn eigentlich laufen. Zieht ihn dann hinüber, erwartet einen Crossball. Stattdessen dieser herrliche Longline-Passierschlag. Der alte Fu Connors in Bestform. Das macht wirklich Spaß. Aber Pete Sampras, der hatte eben die richtige Antwort darauf. Ein Mann mit vielen Schlagvarianten, der genauso am Netz agieren kann wie von der Grundlinie. Ich bin gespannt, was er in diesem Jahr in Wimbledon leisten kann. Im letzten Jahr kam er da nur bis in Runde 2. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er mit seinem variablen, schnellen Spiel auch dort für Furore sorgen kann. Der Aufschlag war gut, lautet das Urteil vom Schiedsrichter. Damit ein Stand. Oh.
missed time in every bowl out here like every other half-ass player. Sampras hat seine Chance wieder mal genutzt. 2:0 der Spielstand für den Jüngeren. Und Jimmy Connors, der vorhin schon mal sagte, ich bin eigentlich viel zu alt für das Ganze hier. Manchmal stimmt das auch und manchmal dann wieder solche brillanten Schläge wie vorhin, dieser herrliche Passierschlag. Es ist schön, dass er immer noch dabei ist, das muss man wirklich sagen. Nicht nur fürs Publikum. Zum ersten Mal eine Unmutsäußerung von Pete Sampras, den Sieger von 4 Turnieren im letzten Jahr. Los Angeles, Indianapolis, Lyon und dann die ATP Tour World Championships in Frankfurt, wie das Ex-Masters ja neuerdings heißt. Gegen Jim Courier gewann er dieses Turnier. International Players Championships. So heißt dieses Turnier ja ganz offiziell. Das heißt einziges außer den Grand Slam Turnieren von Damen und Herren gleichzeitig bestritten wird. Wir haben noch ein paar Zusammenfassungen von Damen-Matches für Sie vorgesehen. Steffi Graf hat ebenfalls bereits das Achtelfinale erreicht. Ebenso wie übrigens auch Barbara Rittner. Die beiden einzigen deutschen Mädchen, die noch im Feld verblieben sind. Doppelfehler von Sampras. Wiederum die Möglichkeit für Connors bei Aufschlag Sampras zum Break zu kommen. Keine Chance bei diesem Maß für Connors noch heranzukommen. Und er setzt noch einen oben drauf.
und holt sich damit das 3:0 in diesem zweiten Satz. Und jetzt sieht es doch schlecht aus für den alten Fighter, den Street Fighter, wie sie ihn in Amerika nennen, Jimmy Connors, in diesem Match gegen Sampras. Nur 33 Punkte Abstand trennen die beiden im Moment. 15 love. Null zu drei liegt er zurück in diesem zweiten Satz. Aufschlag Jimmy Connors. Zwei Break-Möglichkeiten für Sampras und er konnte seine bisher mal benutzen im Gegensatz zu Jimmy Connors. Zumindest in diesem Satz. Der zweite Breakball von Jimmy Connors abgewehrt. Er lässt sich einfach nicht unterkriegen. Seine ganze Karriere, so sagt er selbst, das war immer wieder eine Achterbahn. Und so ist auch ein bisschen dieses Spiel, immer wieder selbst Breakbälle gegen Sampras, die er nicht nutzen kann. Und dann muss er die des Amerikaners abwehren. Der dritte Breakball für Sampras. Der Ball von Sampras versprang am Netz und das war natürlich das Pech für Connors. Vier von neun Breakbällen gewonnen bei Sampras. Nur ein einziger von fünf bei Jimmy Connors. Aber auch den vergibt Sampras.
Da hat er das Glück des Tüchtigen. Die direkt verwandelten Punkte. 18 zu 5 für Sampras. Der Connors immer mehr in die Defensive drängt. Der Lob sitzt perfekt und das Spiel geht an Pete Sampras. 4 zu 0 damit schon die Führung für den knapp 21-Jährigen. Ein langes Aufschlagspiel von Jimmy Connors, bei dem er einige Chancen hatte zum Spielgewinn und sie dann doch nicht nutzen konnte, weil sein Gegner einfach immer einen Schritt schneller und auch ein bisschen variabler spielte. Es sieht so aus, als ob Sampras ins Achtelfinale einziehen sollte. Auch wenn das Publikum natürlich Jimmy Connors eine Runde weitersehen will. Die bisherigen Spiele in den früheren Runden haben doch einige Kraft gekostet bei Jimmy Connors. Vor allem das Spiel gegen Thomas Carbonell. 6-7, 6-2, 7-6, zweimal Tiebreak. Das war ein hartes Stück Arbeit für den 39-Jährigen. Was für ein herrlicher Ballwechsel. Und was ist dieser Jimmy Connors für ein... Was soll man sagen? Ein Fighter, ein kluger Kopf, ein Tennisstratege. Da lässt er den jungen Burschen auf der anderen Seite laufen wie ein Rennpferd. Perfekte Beinarbeit hier, nur mit einer Hand am Schläger bei Pete Sampras. Schauen Sie sich das an. Dadurch viel beweglicher. Und was für eine Reaktion sogar in diesem Moment noch, als Connors gegen die Laufrichtung von Sampras schlägt. Herrliches Tennis, was die beiden hier zeigen, auch wenn dieser Ball von Connors ins Aus geht.
15:30. Big Ball gegen Pete Sampras. Und jetzt müsste Jimmy Connors seine Chance doch endlich mal nützen. Zwei hat er. 4:0 für Sampras in diesem zweiten Satz. Mit einem Doppelfehler gibt Pete Sampras dieses Aufschlagspiel ab. Damit nur noch 1:4 der Rückstand aus der Sicht von Jimmy Connors. Wir sind gleich zurück. Endlich hat Jimmy Connors sein Break geschafft, aber wenn auch ein bisschen mit Hilfe von Pete Sampras durch diesen Doppelfehler zum Schluss. 1:4 damit nur noch der Rückstand für den aufschlagenden Jimmy Connors. Und es gibt gleich wieder drei Break-Möglichkeiten für Sampras. Das 5:1, ein ganz glattes Spiel für Sampras gegen den aufschlagenden Connors. Und er schimpft auch kräftig vor sich hin. Vor allem auf seine Beine, die nicht mehr so wollen wie er selbst. Und jetzt hat natürlich Pete Sampras die Möglichkeit, bei eigenem Aufschlag das Match zu beenden. In der nächsten Runde wartet Wally Mazur, der Derek Rustagno einen weiteren gesetzten Spieler aus dem Rennen warf. Der Australier Wally Mazur, seit vielen Jahren dabei, aber ein Gegner, den Sampras doch packen könnte. Falls er hier jetzt gegen Jimmy Connors gewinnt. 9 Asse bisher in diesem Match. Keins bei Connors. Ein Blattschuss. Er dreht den Spieß wieder mal um. Jimbo Connors, der Held von Paris im letzten Jahr bei den French Open. Also den kleinen Michael Chung fast zur Verzweiflung brachte und dann im vierten Satz wegen der Krämpfe und seiner Erschöpfung aufgeben musste bei der Hitze in Paris. Ich bin sicher, wenn er dort in diesem Jahr wieder auftaucht, erwarten ihn Standing Ovations. 30, 40.
Erster Breakball abgewehrt von Pete Sampras. Er bleibt im Netz hängen und damit holt sich Connors doch noch einmal ein Spiel. 2-5. Der Spielstand aus der Sicht von Connors. Pete Sampras schüttelt ein bisschen verständnislos den Kopf. Da weiß er eigentlich gar nicht, warum er dieses Spiel noch abgegeben hat. Denn das hat er mehr seinen eigenen Fehlern zu verdanken. Heruntergerutscht nach seiner frühen Niederlage in der zweiten Runde. Jimmy Connors kann sich verbessern ein bisschen, auch wenn er hier jetzt ausscheidet. Er schlägt auf beim Stand von 2-5. Drei Matchbälle für Pete Sampras. Jetzt versucht das Publikum natürlich noch einmal, Jimmy Connors anzufeuern. Der gerade immer bei seinem eigenen Aufschlag so viele Probleme hatte. Immerhin der erste abgewehrt. Aus der Defensive bringt ihm den Sieg und damit den Einzug ins Achtelfinale. Gratulation an Pete Sampras, aber auch an Jimmy Connors, der wieder einmal seinem Publikum alles gezeigt und alles gegeben hat, was heute drin war. Ein gutes Spiel des Amerikaners, beider Amerikaner. Und Jimmy Connors kann hier hoch erhobenen Haupts vom Platz ziehen, was er eigentlich auch immer tut. Er wartet noch auf seinen so viel jüngeren Kollegen. Wir haben noch weitere Spiele für Sie vorbereitet. Bleiben Sie also dran. Bis gleich. Jimmy Connors.